Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Unbound. Gut, ein Rennen steht an, das mir halt wieder Probleme bereitet. Aus der Übung, aus dem Sinn. Brauchen wir noch ein paar Runden, oder ich brauche noch ein paar Runden. So, wäre halt auch eine Überlegung, weil ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas tunen kann bei dem Wagen. Er ist halt viel zu instabil bei den Geschwindigkeiten. Und ich glaube, mehr als... mehr als 400 Punkte macht jetzt ja auch keinen allzu großen Unterschied mehr. So, hier ist der andere Verkehr ein riesiges Problem für mich. Aber wenigstens haben wir jetzt mal wieder den ersten Platz. Team, Streife hier. Wir sind raus. Du lenkst aber nicht genug ein. Und wenn, brichst du aus, wie ich gerade sehe. Na gut. Gewöhnungssache. Kommt hoffentlich bald wieder. So, dann war hier, glaube ich, die Sache mit der... mit der Tankstelle. Da muss ich halt gut, dass ich direkt rechts fahre. Dann sollte das passen. Ja, genau. Hier. Und schon wieder bricht den blöden Wagen das Heck hier weg. Ja, dann dürfte es jetzt eigentlich passen, einfach geradeaus. Dem Verkehr ausweichen. Das Beste hoffen. Ja, jetzt sieht es gut aus. Gut. So, sehr schön. Ja, wie gesagt, dieser eine Fehler, der hat es halt gekostet beim letzten Mal. Du warst ordentlich abgeschlagen. Okay, nächstes Event. Mal schauen, was das wird. Kommt vielleicht noch ein Anruf vorher, von wegen Wagen abholen. Oh, hier wäre noch Street Art. Wahrscheinlich beim letzten Mal mit dran vorbeigefahren. Sehr gut, sehr gut. Hallo? Zentrale, ich habe aktuell Sichtkontakt zu 2440. Gehabt. So, jetzt sind wir tatsächlich wieder in der Ecke. So, da war das Bärchen. Wäre es in anderen Richtungen, würde ich vielleicht den Speed-Ding auch schon wieder mitnehmen. Ach komm. Wir nutzen es mal aus. Ist ja auch gerade wenig Verkehr. So, das war es doch wert. Okay.
So, die Driftzone muss jetzt nicht unbedingt sein. Dummerweise hat das wieder hier Dings gekostet. Geschwindigkeit. Da geht's runter. Ja, alles klar. Ja, das wird auch nichts. Aber ich glaube, die gehen ja auch in beide Richtungen. Von daher. So, wie weit ist es noch? Oh, noch ein Stückchen. Wohl ja, da hinten diese Runde ist es. Alles klar. Gut, mal gespannt, wie viel das jetzt an Startgeld kostet. Ja, geht so. Okay, Drift allerdings. Dann schauen wir mal. 150 brauchen wir. Alles klar. Dann lass uns hier mal eine Runde aufbauen. Das war dann erstmal nix. Ah, ich habe aber meine ganzen Punkte jetzt verloren, ne? Oh, das ist natürlich schön. Meine Güte. Blöden Dinger. Ja. Ja, die Drifts werden jetzt natürlich schwieriger. Wäre halt gut, wenn die auch noch irgendwie, wenn ich halt nochmal hier Bonusdinger sammeln könnte, indem ich halt Fässer umfahre. Das macht diese Takeover-Sachen deutlich einfacher. Wie gesagt, die sind ja immer mit extrem Vorsprung gewonnen worden. Ich meine, hier hat man halt die Checkpoints. Da die halt leise so eng sind, dass man da, dass ich da öfter mal dran vorbei husche, ist das nicht so sonderlich hilfreich. Ja gut, wir haben noch ein paar Versuche. Von daher. Leser, wenn ich jetzt den Checkpoint verpasse, ist halt, sind ja wirklich die ganzen Punkte weg. Oh, ja, genau. Genau das. Genau das! Es läuft echt nicht rund im Moment. Alter Finne.
so, ja, das ist halt... Den Wagen zu kontrollieren liegt mir halt nicht so ganz hier, gerade auf der Strecke. Ich habe halt wirklich die Befürchtung, so gerade bei den Punkten, dass selbst wenn ich ins Ziel komme, ich halt keine Möglichkeit habe, da irgendwie mithalten zu können. Gut, andererseits haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen was geschafft, aber halt bei weitem noch nicht genug. Ja, ich fürchte, ich muss gleich echt mal, wenn wir die 5er geschafft haben, sollte ich mal die Punkte in Sicherheit bringen. So, das hätte ich halt auch super zum Driften nutzen können. Aber der Wagen wollte nicht. So, ja gut, andererseits ist ja eh noch ein bisschen was an Strecke, wie ich sehe. Aber ob das reicht? Ich weiß nicht. Das hat mir wieder Punkte gekostet. Okay. Ja gut, ich glaube, hier unten könnte man noch ein bisschen was reißen. Ah, okay. Und ich habe auch noch eine komplette Runde. Okay, okay, okay. Gut, dann sollte das passen. Alles klar. So, ich hatte was gefühlt, das ist halt wieder so eine Art... Also Langstreckenrennen. So, einmal bitte in Sicherheit bringen. Danke. Das war dann doch wichtig. Schade. Da geht der Bonus flöten. Aber gut, wir haben noch einiges vor uns. Wir können wieder aufbauen. Ah, wenn dieser blöde Wagen mal drehen würde und so fahren, wie ich das gerne möchte. Und nicht jedes Mal ausbrechen oder die Lenkung nicht mitnehmen. So, der Punkteverlust, der könnte jetzt das Ganze nochmal gefährlich machen.
Aber ich glaube, so lange war es damit tatsächlich nicht mehr. Da sollte gerade so reichen. Naja, knapper als es eigentlich sein sollte. Oder als ich mir das gewünscht hätte. Aber hey, gewonnen ist gewonnen. Was nicht eigentlich schon längst? So, Punkte bitte. Wenn ich jetzt nochmal irgendwo hängen bleibe, dann sehen mich alle weg. Okay, da ist es, alles klar. Da haben wir jetzt einen richtigen Punkt zum Einsammeln ausgesucht oder zum Mitnehmen. Alles klar, gut. Okay, mit der Länge war es dann doch machbar. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass das Rennen einfach zu kurz ist dafür. Gut, dann ist, glaube ich, nichts Lohnenswertes mehr da. Nö. Na, wie gesagt, Geld haben wir auch. Gucken wir uns mal den neuen Wagen an. Da müssen wir mal hoch, okay. Ja, dann fahren wir halt nochmal hoch. Kein Problem. So, das können wir hier mal abkürzen. Ist das die Zielperson? Sieht so aus. Wo habt ihr mich jetzt hier entdeckt? Schick, schick. Du stehst einfach mal so rum. Wenn du meinst. Vielleicht wäre doch eins der anderen Safehäuser kürzer gewesen. Obwohl das oben war, glaube ich, gesperrt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dass wir die ganze Serpentine nicht nochmal hätten hochfahren müssen. Ja, da haben wir es aber. Gut, das hat's gelohnt. So, genau, unser Lamborghini. Die schaffen es vielleicht wirklich in die Playoffs. Und Duncan ist gerade richtig gut drauf. Du und die Spins, beide auf Erfolgskurs. Ich muss mich mal kneifen, um zu sehen, ob das nicht nur ein Traum ist. So, okay, das ist er. Aber ja, wie gesagt, wir sind ja eigentlich, was die S-Wagen angeht, gut ausgestattet. Von daher können wir die dann potenziell nochmal verkaufen. Ich glaube, noch ein paar neue Teile sehe ich gerade. Ja, ich könnte ja theoretisch auch wirklich mal so Hilfsdinger reinpacken.
Das vorher verdiente Geld. Ja. Gut. Dann soll es aber auch für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.